glaube, dass wir dafür sorgen können, dass junge Menschen wirklich an sich glauben, gerade junge Mädchen. Wir sind in vielen Bereichen noch in Rollenklischees verhaftet und das müssen wir aufbrechen. Ich hoffe, dass durch weibliche Vorbilder, durch diese ganzen Persönlichkeiten, die es auf der Welt gibt, dass die Welt offener wird und dass viele Frauen noch ein besseres Leben bekommen. Einfach ein Leben, in dem sie sich verwirklichen können. Und wir hoffen selber auch, dass wir einen Teil dazu beitragen, als Frauennationalmannschaft Vorbild zu sein für andere Mädchen, für junge Mädchen, die ihren eigenen Traum haben. Unter Druck setzen, sich selber sollte man vermeiden. Man sollte immer Spaß haben, mit Freude zum Training gehen. Und immer mehr trainieren als der Gegner. Und so kann man es ganz, ganz weit schaffen. Wir sind, glaube ich, in einer Position, wo wir viele Mädchen ermutigen können, mit Selbstbewusstsein Kraft schenken können in dem, was wir tun. Es gibt Mädchen, die können nicht einfach Fußball spielen aus religiösen Gründen oder aus Gründen, wo Vorurteile und viele Dinge noch behaftet sind. Aber erfolgreich zu sein, Fußball zu spielen, bedeutet auch, selbstbewusst zu werden im Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Vorbilder haben, die vorne weggehen und sagen, Mädels, ihr seid grenzenlos.